Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Jeder Mensch hat Spitznamen, ganz besonders in Wien. Trottel, Wachbirn, Pfosten, Dillo. Da kommen so viele Sachen in der U-Bahn auf einen zugeflogen. Aber ganz im Ernst, Stick ist wahrscheinlich auch nicht der einzige Spitzname, den sich Burt Reynolds mit dem gleichnamigen Film eingetreten hat. Aber zu dieser Geschichte kommen wir gleich. Beginnen wir dort, wo Stick wirklich begonnen hat, nämlich im Jahr 1976 in dem Roman Swag von Elmer Leonard, einem absolut renommierten und großartigen amerikanischen Autor. Damals war Stick eigentlich nur eine kleine Nebenfigur, bevor dann im Jahr 1983 unter dem Titel Stick sein eigener Roman erschienen ist und Elmer Leonard dann die Geschichte auch noch zu einem Drehbuch verarbeitet hat. Elmer Leonard ist übrigens ein Name, der beim Sinanten im Stick weder das erste noch das letzte Mal über die Kino-Credits geflutscht ist. Er hat einige Vorlagen, Romanvorlagen für absolut fantastische Filme geliefert. Unter anderem hat er das Buch für Schnapp Shorty geschrieben, für Jackie Brown, unter anderem mit seiner Kurzgeschichte Fire in the Hole die Vorlage für die komplette Serie Justified geliefert und so weiter und so fort. Ein absolut großartiger Autor, der dann allerdings mit der letztendlich veröffentlichten Fassung des Films überhaupt nicht zufrieden war. Burt Reynolds war nämlich grundsätzlich von Leonards Buch und Drehbuch wahnsinnig begeistert und wollte das genauso umsetzen, wie es Leonard geschrieben hat. Eine Mischung aus humorvollem Film, der allerdings vor allem den tragischen Aspekt seines Charakters hervorhebt und jetzt nicht etwa in der zweiten Hälfte zu einem absolut uninspirierten 0815-Actionstreifen zu mutieren, so wie jeder damals veröffentlichte andere Film. Blöderweise war das exakt das, was das Studio Universal haben wollte. Nachdem Burt Reynolds seine fertige Schnittfassung eingereicht hat, bekam er relativ bald von Universal einen Anruf, der sich wahrscheinlich so abgespielt haben muss. Und gefällt euch mein Film? Der ist scheiße! Den machst du jetzt verdammt nochmal neu! Und Universal hat nicht nur einige Sachen aus dem Film komplett umgeschnitten, hat die Musik ausgetauscht, hat teilweise Charaktere aus dem Film komplett rausgeschmissen, sondern wirklich von Burt Reynolds verlangt, einen Standard-Action-Teil in die zweite Hälfte einzubauen. Dafür wurde übrigens ein neuer Drehbuchautor engagiert, weil sich Elmer Leonard irgendwie auch geweigert hat, an dieser finalen Fassung dann noch weiter mitzuarbeiten. Der Autor hieß Joseph Stinson und ist unter anderem der Drehbuchautor von Dirty Harry kommt zurück aus dem Jahr 83 und tatsächlich der Schöpfer der Catchphrase Go ahead, make my day. Außerdem hat er ein Jahr zuvor schon den Burt Reynolds Film City Heat, Der Bulle und der Schnüffler geschrieben und war wahrscheinlich auch deswegen derjenige, der dann als Drehbuchautor für dieses Projekt hinzugezogen wurde und 86 war dann mit einem uncredited Drehbuch Credit für Heartbreak Ridge seine Drehbuchkarriere auch schon wieder vorbei. Aber City Heat, Der Bulle und der Schnüffler, wo Burt Reynolds ein Jahr zuvor gemeinsam mit Clint Eastwood vor der Kamera stand, war ebenfalls ein Film, der tatsächlich dann den Erfolg von Sie nannten ihn Stick mitgeschrieben hat. Denn Burt Reynolds hatte bei den Dreharbeiten für Der Bulle und der Schnüffler einen folgenschweren Unfall, wo er beim Dreh einer Kampfszene einen metallenen Sessel ins Gesicht bekommen hat und einen Kieferbruch erlitt. Das bedeutete, dass er sich wochenlang nur flüssig ernähren konnte. Gut, in Wien machen wir das. Aber tatsächlich nur flüssig ernähren konnte, was natürlich dann dazu geführt hat, dass er ca. 15 Kilo abgenommen hat innerhalb kürzester Zeit und die Bevölkerung in Amerika glaubte, dass Burt Reynolds schwer krank war. Die Krankheit, die man damals mit spontanem, rapiden Gewichtsverlust assoziiert hat, war AIDS. Und das war die blöde Zeit der AIDS-Erkrankung in Mitte der 80er Jahre, wo es als Epidemie aufgefasst wurde, wo Leute wirklich Angst hatten vor der Kamera, von der Krankheit, wenn man noch wenig wusste über Ansteckung bzw. mögliche Prävention einer Ansteckung und deswegen selbst berühmte und beliebte Schauspieler, die sich damit infiziert hatten, schnell relativ auf die Seite geschoben wurden und Burt Reynolds wurde eben tatsächlich durch diese Assoziation und durch seinen Gewichtsverlust schon
sofort einmal von der Top-10-Liste der beliebtesten Schauspieler Amerikas, wo er sich mit Rollen wie Beim Sterben ist jeder der Erste in den Jahren zuvor mühsam hochgearbeitet hat, einfach wieder runtergekickt. Und deswegen kam dann wahrscheinlich eben auch diese reumütige Geschichte mit dem Nachdrehs von Sie nannten ihn Stick, weil logischerweise hätte Burt Reynolds die Studiobosse von Universal auch scheißen schicken können, wie man auf Wienerisch so schön sagt, und sagt, nein, er bleibt bei seiner Fassung. Aber offensichtlich, weil er der Meinung war, dass seine Popularität sowieso gerade ein bisschen im Sturzflug ist und weil ihm auch sein Anwalt wahrscheinlich eben, um keine Kontakte zu vergraulen, dazu geraten hat, diese Nachdrehs durchzuführen, hat er sich dann widerwillig dazu entschieden, das zu machen. Elmer Leonard hasst den fertigen Film, hat sich mehr oder weniger auch öffentlich davon distanziert, hat auch in Interviews damals bereits gesagt, dass er den Film kacke fand. Etwas, das zum Beispiel sogar Kritikerlegende Gene Siskel in seinem Review von Sie nannten ihn Stick erwähnt hat, dass man in der finalen Fassung quasi zwei verschiedene Filme einfach nur zusammenbudert hat. Und Burt Reynolds hat eben auch gesagt, dass er nicht erst später gesagt, dass er nicht wirklich glücklich damit war, dass er dann wirklich einige der Szenen, die er wirklich mochte, aus dem Film streichen musste und diese 0815 Action-Klischees einbauen musste, die er gar nicht wollte. Denn man darf eines nicht vergessen, Burt Reynolds hat diese Erfahrung offensichtlich dermaßen traumatisiert, dass er sich satte 15 Jahre lang nicht mehr auf den Regiestuhl eines Kinofilms getraut hat. Erst im Jahr 2000 hat er unter dem Titel Letzte Ausfahrt Hollywood wieder einen Film selbst inszeniert, nachdem eben kurze Zeit vorher durch seinen Auftritt als Pornoproduzent in dem Film Boogie Nights, genau von Paul Thomas Anderson, seine Karriere wieder einen Höhenflug unternommen hat. Ja, Burt Reynolds war dazwischen allerdings nie weg. Er war natürlich im Fernsehen zu sehen, beziehungsweise hat für Fernsehfilme und Fernsehserien auch teilweise die Regie übernommen. Das Einzige, was ich noch interessant finde bei Sie nannten ihn Stick, es sind insgesamt vier verschiedene Oscar-nominierte Schauspieler in dem Film zu sehen. Burt Reynolds, Candice Bergen, George Segal und Charles Durning, der auch in einigen anderen Filmen an der Seite von Burt Reynolds gespielt hat. Alles Darsteller, über die ich auch tatsächlich ganz kurz noch etwas sagen möchte, weil Candice Bergen ist natürlich eine absolute Legende unter den Schauspielerinnen, die über 60 Rollen gemacht hat. Für viele wahrscheinlich erst durch Filme wie Miss Undercover oder Bride Wars oder Sweet Home Alabama bekannt wurde, die aber bereits in den 70er Jahren bei Filmen wie Das Wiegenlied vom Totschlag, Der Wind und der Löwe und einige anderen oder Gandhi beispielsweise Anfang der 80er Jahre wirklich auf sich aufmerksam gemacht hat. Außerdem George Segal, ebenfalls ein Oscar-nominierter Schauspieler, wir kennen ihn unter anderem aus Roland Emmerichs 2012, aber er war in Wer hat Angst vor Virginia Woolf, er war in Guck mal, wer da spricht, absolut großartig und unter seinen 120 anderen Rollen als Schauspieler. Natürlich einerseits der Pops Solomon in 185 Episoden von The Goldbergs, aber die Rolle von George Segal, die ich immer noch in Erinnerung habe, war 1993 als Lieutenant Severance in Barrett, das Gesetz der Rache. Ein wirklich genialer Actionstreifen mit Dolph Lundgren, wo er eben gegen George Segal antritt. Charles Durning unter anderem in Der letzte Countdown, Oh Brother Where Art Thou, dem Muppet Movie aus den späten 70er Jahre, Hundstage, also nicht dem Ulrich Seidel Hundstage, sondern dem Al Pacino Hundstage. Aber das Interessante ist, die Darstellerriege von Sie nannten ihn Stick wäre ja um ein Haar noch prominenter gewesen, denn eigentlich war auch Annie Potts an dem Film beteiligt. Das ist unter anderem die Stimme von Bo Peep im Toy Story Universum, aber natürlich die Joanna in Pretty in Pink, mit dem ihre Karriere dann 1986 so richtig losgegangen ist, beziehungsweise der Janine in Ghostbusters, wo ihre Karriere auch eigentlich so richtig losgegangen ist. Aber dazwischen hat sie eigentlich für Sie nannten ihn Stick gespielt. Ihre Rolle wurde dann allerdings zwar auf den Postern noch beworben, aber in der von Universal überarbeiteten Fassung dann komplett gestrichen. Und jetzt kommt die absolute Sensation. In 99% aller Fälle, wenn ein Film vom Studio dermaßen massiv geändert wird und das Studio einen quasi eigentlich neuen Film bestellt, ist diese Director's Cut-Fassung verloren. Und das
war sie für lange Zeit auch, bis aus welchem Grund auch immer in den Sendearchiven der BBC One offensichtlich der Director's Cut aufgetaucht wurde, weil der scheinbar irgendwann einmal entweder ausgestrahlt wurde im Fernsehen oder zumindest zur Sichtung angekauft worden. Aber neben der bekannten Kinofassung von Sie nannten ihn Stick ist jetzt erstmals auch Burt Reynolds ungekürzter Director's Cut in Deutschland veröffentlicht worden. Zwar nur im Vollbildformat und nur in der englischen Originalfassung, aber diese 10 Minuten kürzere Fassung des Films stellt ganz eindrucksvoll unter Beweis, was Burt Reynolds damals bewirken wollte. Eine komplett geänderte Fassung. Ein Film, der wundervoll eben einerseits den Humor zeigt, die anderen Charaktere zeigt und eben auch das deprimierendere, emotionalere, persönlichere Ende, das Burt Reynolds dem Film damals geben wollte. Natürlich ist die Fassung nur in der Archiv-Videoqualität enthalten und nicht als restaurierte 35mm High-Definition-Abtastung, so wie die Kinofassung. Aber das alleine ist schon ein großartiges Special für diese großartige Veröffentlichung. Aber ich glaube, ich greife da jetzt ein bisschen vor. Bevor wir über das Bonusmaterial sprechen, möchte ich euch natürlich in der heutigen Ausgabe von Play to the Blu-ray Check einmal ganz allgemein die am 25. März 2022 von Wicked Vision veröffentlichten Mediabooks zu dem Burt Reynolds Kracher in vielerlei Hinsicht, Sie nannten ihn Stick, zeigen. Für das Covermotiv A hat sich Wicked Vision für das bekannteste Motiv dieses Films entschieden. Das war mehr oder weniger das deutsche Kinoplakatmotiv, das deutsche VHS-Cover-Artwork und wurde auch international zum Beispiel auf DVDs verwendet. Aber was mir relativ deutlich auffällt, wie ich recherchiert habe nach diesem Covermotiv und mir eben auch zum Beispiel in der OFDB die Scans vom VHS-Cover bzw. deutschen Kinoplakat anschaue, ist die Qualität von diesem Motiv hier als Mediabook-Frontcover aber deutlich besser, als sie das jemals sonst war. Beispielsweise ist das Motiv auf der VHS-Kassette natürlich durch das länglichere Format deutlich herangezoomt und man hat irgendwie relativ wenig von dieser Glasumrandung um das Gesicht von Burt Reynolds, was dann natürlich etwas schade ist, beziehungsweise auch die Farbgebung auf dem Kinoplakat, das Wicked Vision übrigens hier als Booklet-Frontcover verwendet mit der roten Einfassung zum Beispiel. Da sieht man, dass auch hier die Farbgebung ein bisschen eine andere ist und Burt Reynolds Gesicht und am Ende des Tages irgendwie komplett anders aussieht von der Farbgebung her. Da finde ich das, was hier als Booklet, als Mediabook Frontcover Artwork verwendet wurde, am stimmigsten. Außerdem finde ich irgendwie sehr schön diese Mischung aus der aus dem fotografierten Look von Burt Reynolds beziehungsweise diesem ganz eindeutig dazu gezeichneten Glas, das ihn da umgibt. Da kommen wirklich einige schöne Elemente zusammen und ich persönlich finde das Motiv vor allem auch hier sehr schön eingefasst. Was Wicked Vision für dieses Cover Artwork sehr toll gemacht hat, ist, dass sie den Titelschriftzug inklusive der Mischung zwischen dem roten Stick auf der rechten Seite und dem Sie nannten ihn und Burt Reynolds in weiß, das Sie nannten ihn war auf dem Kinoplakat zwar in schwarz, aber egal, sehr schön das alte deutsche Kinoplakatmotiv nachgeahmt und natürlich der Farbwechsel beim Anfang des Titelschriftzugs war notwendig, weil eben das Covermotiv grundsätzlich deutlich dunkler ausgefallen ist als beim beim deutschen Kinoplakatmotiv und das wäre in schwarz hier einfach untergegangen. Aber apropos Kinoplakat, wir können jetzt einmal wechseln in die Mitte zum Mediabook mit dem Cover B. Und wer mich kennt, dem brauche ich wahrscheinlich nicht lange und ausführlich erzählen, dass das wirklich nicht mein Cover ist. Ich persönlich mag einfach gezeichnete, möglichst reißerische Cover-Artworks und das, was eben hier als klassische Photoshop-Collage der 80er Jahre, weit vor natürlich der wirklichen Photoshop-Zeit abgeliefert wurde, ist einfach irgendwie ein etwas seltsames Motiv. Burt Reynolds sieht ein kleines bisschen aus, als würde er da mit der Zigarette im Mund in der Badewanne liegen, während relativ kleine Häuser eine Art Bart um sein Gesicht bilden. Dazu sind da natürlich noch einige andere Elemente, so wie eben hier zum Beispiel eine der absolut großartigen Stunt-Szenen von Dar Robinson auf diesem Mediabook-Frontcover dann noch abgebildet, eben vom Original-Kinoplakat, weil man eben einfach
wollte, dass offensichtlich die ganzen verschiedenen Charaktere und etliches hier deutlich besser zur Geltung kommen. Interessant eigentlich, dass nachdem Universal sich extra dafür eingesetzt hat, möglichst viel Action in diesen Film hinein zu requirieren, das dann tatsächlich in Amerika verwendete Kinoplakatmotiv irgendwie deutlich weniger Action verspricht als das, was eben international zum Beispiel im deutschsprachigen Raum verwendet wurde, weil da sieht man Burt Reynolds zumindest mit der Maschinenpistole, die ja wirklich nur auf Wunsch von Universal Pictures dann tatsächlich im Film gelandet ist. Aber kommen wir zum dritten und meiner Meinung nach mit Abstand besten Cover-Artwork. Das ist natürlich etwas actionreicher, das vereint einige Charaktere und Szenen aus dem Film wirklich absolut genial. Und das wurde exklusiv für den Mediabook-Release von Wicked Vision von Jole Stamenkovic angefertigt. Er zeichnet übrigens für diejenigen, die sich interessieren für die Zusammensetzung und den Look von seinen Bildern, mit Gouache auf Papier. Und Gouache ist dabei ein wasserlösliches Farbmittel aus grob vermahlenen Pigmenten mit Kreidezusatz und dann Gummi Arabicum als Mischung. Was nämlich interessant ist, ist, dass man damit sowohl deckend malen kann, als auch aber ein bisschen aquarellig. Und damit hat man eben eine Mischung so quasi aus Ölfarbe, Wasserfarbe und hat eben hier einerseits diese relativ schön vor allem schwarzen deckenden Flächen in den Bildern von Jole Stamenkovic, aber dann im Hintergrund eben hier zum Beispiel bei diesen orangenen und roteren Momenten auch eben das leicht auslaufende, aquarellige, wässerliche quasi, was hier sehr, sehr schön zur Geltung kommt. Wir bekommen eben hier einige Charaktere, einige Szenen aus dem Film sehr schön zusammengestellt. Was ich eben bei Joles Zeichnungen auch immer sehr gerne mag, ist die Art, wie diese Elemente zueinander und miteinander zueinander passen und stehen, miteinander interagieren und wie eben die Übergänge zwischen diesen einzelnen Details sind. Außerdem finde ich es irgendwie von der Darstellung und vom zum Motiv her wesentlich passender, dass Wicked Vision hier die grundsätzliche Vorlage vom Mediabook mit dem Cover B vom amerikanischen Kinoplakat genommen hat und deswegen eben auch den Original US Titelschriftzug bzw. Burt Reynolds Schriftzug, der übrigens auf dem Kinoplakatmotiv eigentlich oberhalb vom Stick-Schriftzug direkt war und nicht oben auf dem Plakat, aber man musste das Ganze ja natürlich auch ein bisschen anpassen, weil das Originalplakat übrigens noch etwas länglicher war, hat man dann unten auf den ganzen Kerstin-Crew-Block verzichtet, aber das, was Jole Stamenkovic hier abgeliefert hat, das wurde natürlich gleich direkt mit dem Gedanken an das Mediabook-Format erstellt und ist deswegen natürlich auch von der Bildaufteilung her, wie aber die anderen beiden Cover auch, absolut perfekt hier als Frontcover geeignet. Wir können dann einmal über den Spine, der bei den Mediabooks mit dem Cover B und C natürlich absolut identisch ist und lediglich beim Cover A abweicht, wo man eben auch diese, ich würde fast sagen, schreibmaschinelle bzw. militärische Schriftart vorfindet. Wir haben dann eben beim Cover A, das so wie die anderen Cover auch auf 333 Stück limitiert ist, diese bläuliche Farbe vom Frontcover Artwork grundsätzlich dann auch für die Details mit der Ausstattung bzw. der Technik des Mediabooks oder des Films untermalt. Wir haben denselben Hintergrund mit denselben drei, sagen wir mal, Seifenblasen mit Bildern. Auch hier bei allen Mediabooks ein bisschen was von diesem Glas im Hintergrund. Aber wir schauen jetzt einfach einmal ganz detailliert auf das Bonusmaterial von diesem Mediabook. Und das ist in diesem Fall absolut fantastisch ausgefallen. Man merkt übrigens, dass die Mediabooks hier deutlich früher gedruckt wurden, als Wicked Vision mit der Arbeit an diesem Titel fertig waren. Weil es ist einfach absolut unvollständig, was hier draufsteht. Wir haben natürlich den großartigen, exklusiv für diesen Release produzierten Audiokommentar mit Dr. Gerd Naumann und Christopher Klese mit auf dem Mediabook. Da bekommen wir einige interessante Informationen rund um den Film und dessen Entstehung. Außerdem gibt es hier dann natürlich auch die Dokumentation The Ultimate Stuntman, A Tribute to Dar Robinson. Das ist allerdings eine Vintage-Doku, die damals für eine quasi Stuntman-Generell-Sendung erstellt wurde, wo unter anderem auch Chuck Norris teilweise zu Wort kommt und Dar Robinson ist eben wirklich einer der Stunt-Leute aus diesem und vielen anderen Filmen, der aber hier auch als Killer eine absolut ikonische Performance hingelegt hat und mich als Moog fast ein kleines bisschen an Rutger Hauer in Blade Runner erinnert hat, wahrscheinlich aber auch nur von seiner Haarfarbe her. Das ist auf jeden Fall ebenfalls ein sehr interessantes Special, aber was eben hier nicht
oft erwähnt wird, ist einerseits der 99-minütige Director's Cut von Stick, der absolut fantastisch ist, und mein persönliches Lieblingsspecial auf dieser Blu-ray von Gator McCluskey, ein 40 Minuten langes Review vom Director's Cut von Stick, wo er eben wirklich ausführlich und mit Filmausschnitten und mit Vergleichen hier die Kinofassung mit dem Director's Cut gegenüberstellt, wo man dann einige wissenswerte Informationen eben über die Unterschiede, die Studio-Einmischungen und so weiter erfährt. Gator McCluskey ist grundsätzlich ein YouTuber, der dort im Gegensatz zu mir absolut hervorragende Videos macht und großartige Dokumentationen, und ich finde es absolut genial, dass wir es hier mit einem Special zu tun haben, das dann auch seinen Weg auf die Blu-ray geschafft hat, weil das ist wirklich ein Special, das es wert ist, gesehen zu werden, nicht nur von Leuten wie mir, die sich schon generell für verschiedene Filmfassungen interessieren, aber das ist hier auch wirklich im Speziellen ganz besonders spannend. Schauen wir jetzt dann einmal in das Mediabook mit dem Cover B. Und da habe ich grundsätzlich schon einmal den Cover-Aufleger hinein gesichert. Da bekommen wir eben im Gegensatz zum eigentlichen Mediabook auch den Hinweis auf Gator McCluskey, weil das war damals noch nicht bekannt, wie das Mediabook an sich gedruckt wurde, dass dieses Special eben hier enthalten ist. Der Hinweis auf die Limited Collector's Edition Nummer 54. Wir bekommen den Titelschriftzug hier an einer anderen Stelle, weil eben der untere Teil, wo auf dem Mediabook der Filmtitel steht, mit dem FSK-Logo bzw. anderen Hinweisen zu diesem Release aufgefüllt wurde, und auf der Rückseite bekommen wir dann jetzt eben hier noch einen Text, der ein bisschen auf die Produktionsumstände von diesem Titel eingeht, so eben zum Beispiel, dass wir hier ein Bonusmaterial auf der Disc haben, was auf dem Mediabook an sich nicht erwähnt wird, wie eben Gator McCluskey mitgearbeitet hat und so weiter und so fort. Außerdem wurde auf dem Mediabook sogar mit Christoph Kellerbach der falsche Booklet-Autor genannt. Hoppala! Das ist mir aber jetzt auch relativ lang gar nicht aufgefallen. Da finde ich auf jeden Fall die Ehrlichkeit von Wicked Vision in dem Fall auch sehr, sehr cool, dass sie ihren eigenen Fehler gleich mit erwähnen und ausbessern. Schauen wir jetzt einmal ins Innere von dem Mediabook. Das ist in meinen Augen auch dieses Mal wieder absolut hervorragend gestaltet. Ich mag das irgendwie, wie Wicked Vision die Mediabook-Innendesigns relativ schlicht, aber trotzdem nicht langweilig, sondern einfach stilecht abliefert. Wir bekommen hier eben zum Beispiel das bereits vorher angesprochene deutsche Kinoplakatmotiv auf dem Booklet, wobei eben hier aus platztechnischen Gründen der Titelschriftzug etwas anders angeordnet werden musste. Dann finde ich es aber relativ cool, dass man dieses Scherbenhaufen Bild dann auch als Innendesign verwendet hat, dass man eben hier einen Charakter auf die linke Seite gesetzt hat und dann eben den Gegenspieler auf die rechte Seite. Sehr schön. Natürlich auch die beiden Bilder von Burt Reynolds dann auf dem Front- und Backcover vom Booklet, sowie die Tatsache, dass die beiden Discs grundsätzlich dasselbe Bild und denselben Druck aufweisen, aber mit einer anderen Farbe ausgestattet wurden, wobei zwar grundsätzlich die Blu-ray auf der linken Seite etwas besser natürlich durch, in dieses ebenfalls als bläulich-violette Innendesign von dem Mediabook passt, finde ich, ist aber auch der Druck von der DVD auf der rechten Seite sehr gut ausgefallen und passt gut ins Mediabook. Apropos, was gut ins Mediabook passt, da ist ein Booklet, das wurde eben geschrieben von Stuart Taylor Cameron, der sich hier wirklich ganz offensichtlich sehr ausführlich mit dem Film und dessen Produktionsgeschichte auseinandergesetzt hat, der für uns auf den ersten 16 Seiten dieses Booklets, finde ich, sehr schön einerseits auf natürlich den Autor der Romanvorlage, auf Burt Reynolds, auf die näheren Probleme und Produktionsumstände, wie die Studio Interferences eingeht, dann natürlich auch ein bisschen mehr über die Karrieren von einigen an der Produktion des Films beteiligten Personen aufarbeitet, und dann nach dem Text quasi in der zweiten Hälfte bekommen wir das originaldeutsche, den originaldeutschen Fotoaushangsatz, der damals ebenso in den Kinos auch gezeigt wurde zur Bewerbung von dem Film. Und damit haben wir, finde ich, hier wieder ein sehr, sehr schönes von Wicked Vision aufwendig produziertes und gestaltetes Mediabook, das hier für Stick präsentiert wird.
Sie nannten ihn Stick, ist, wie bereits erwähnt, ein Film aus dem Jahr 1985. 1985 ist, wie bereits bekannt, mittlerweile schon relativ long her. Und man kann sich natürlich Sorgen machen, dass ein dermaßen alter Film womöglich nicht gut gealtert ist, das Material irgendwelche Schäden abbekommen hat oder vielleicht sogar bei einem Film wie Stick, der damals Universal eigentlich ein ziemlicher Dorn im Auge gewesen sein musste, weil nicht nur, dass sie Burt Reynolds dazu zwingen mussten, den Film komplett neu zu machen, eigentlich wurde er von den Kritikern zerrissen, vom Publikum gemieden und war ein mega Flop für das Studio. Da stellt sich natürlich eben die Frage, ob das Material des Films trotzdem in adäquater Qualität aufbewahrt bzw. dann im späteren Verlauf restauriert wurde, weswegen ich im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray Check wie gewohnt natürlich auch auf die Bildqualität der deutschen High-Definition-Auswertung eingehen möchte. Wie üblich habe ich dafür einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer von Wicked Vision direkt mitgebracht, möchte allerdings natürlich wie gewohnt darauf hinweisen, dass ich die Bilder zwar alles selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder aber natürlich trotzdem abspeichern ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Und es freut mich, dass Wicked Vision für die europäische HD-Premiere von Stick einen guten Transfer bekommen konnte. Diesmal wurde das Bild nicht selbst abgetastet, sondern stammt vom Lizenzgeber Universal. Das ist allerdings der einzige Transfer, der für diesen Film aktuell im Umlauf ist. Bereits die 2019 veröffentlichte amerikanische Blu-ray von Kino Lorbeer hat eben dasselbe Master mit an Bord. Das ist aber glücklicherweise eines, das damals offensichtlich in zufriedenstellender Qualität abgetastet wurde. Wir bekommen einen meiner Meinung nach angenehm scharfen und detaillierten Look. Was mir allerdings bei diesem Film ganz besonders gut gefällt, ist die Tatsache, dass diese eine Unart, die damals bei vielen Abtastungen und Restaurationen gemacht wurde, den Film mit unsäglichem Ausmaß an Digital Noise Reduction zu verunstalten, hier nicht gemacht wurde. Man hat zwar gelegentlich den Eindruck, dass natürlich die Rauschintensität des Filmgrains ein bisschen reduziert wurde, aber das nimmt zum Glück beim Anschauen des Films keinerlei störende Ausmaße an und man kann wirklich trotzdem davon sprechen, dass wir es hier mit einem angenehm natürlichen und charmanten Bild zu tun haben. Die analogen Ursprünge des Ausgangsmaterials sind deutlich zu erkennen und ein Filmenthusiast wird das auch wirklich zu schätzen wissen. Dazu bekommen wir eben vor allem bei den hellen Szenen bzw. Tageslichtaufnahmen insbesondere eine recht gute Farbbrillanz geboten, die zum Beispiel bei blauen oder roten Kleidungsstücken, vor allem von diesem einen etwas wüden Gangstervogel, sagen wir jetzt einmal, ganz besonders deutlich zur Geltung kommen und dann einzelne Bildbereiche fröhlich strahlen lassen, aber im Großen und Ganzen ist das Bild des Films, was die Farbintensität und die Kontrastdynamik betrifft, schon ein bisschen reduziert ausgefallen, was womöglich natürlich auch etwas mit dem Alter bzw. dem damals verwendeten Filmmaterial oder aber natürlich auch eben Burt Reynolds visuellen Stil zu tun hat, weil man kann natürlich auch davon ausgehen, dass er diesen etwas emotionalen, melancholischen Ton, den man dem Film ursprünglich geben wollte, auch auf das Farbspektrum bzw. die visuelle Präsentation des Films ausgeweitet hat. Grundsätzlich ist das, was uns Wicked Vision aber hier präsentiert, finde ich ein absolut fantastisches Encoding von einem wirklich gelungenen Master. Immerhin misst der 109 Minuten lange Film in seiner ungeschnittenen HD ab, also umgeschnittenen quasi, HD-Abtastung, die Original-Kinofassung, 30,9 GB auf dem High-Definition-Medium, was natürlich eine wirklich ausreichende Dateigröße ist, um diesen Film bei dieser Länge adäquat darzustellen. Etwaige Kompressionsspuren oder sonstige störende digitale Artefakte sind mir beim Anschauen des Films zu keiner Zeit aufgefallen, sodass ich insgesamt mit der hier gebotenen Bildqualität auf jeden Fall sehr zufrieden sein kann. Sie nannten ihn Stick ist ein weiteres Mediabook aus dem Regal von Wicked Vision, das mich persönlich absolut glücklich macht. Ich liebe einfach die Tatsache, dass selbst wenn die Mediabook-Cover geschrieben, die Mediabooks gedruckt sind und man eigentlich ready to go ist, immer noch nicht aufhört, eine Leidenschaft zu verfolgen und beispielsweise nach dem Director's Cut von Stick zu suchen. Vor allem freut es mich gerade deswegen so besonders, weil Wicked Vision einfach die Sensation gelungen ist, diesen Director's Cut dann
ausfindig zu machen und als Bonusmaterial zumindest als Standard Definition Video Master mit auf die Blu-ray zu packen. Das ist wirklich etwas, das kann man an Großartigkeit kaum richtig in Worte fassen, vor allem für einen Fassungsfetischisten wie mich, dass es jetzt eben endlich eine Möglichkeit gibt, auch diese Fassung des Films zu sehen. Immerhin ist es eben gerade deswegen spannend, egal ob man sich jetzt beide Filmfassungen getrennt voneinander anschaut oder sich mit dem großartigen Gator McCluskey Special zu den Unterschieden zwischen den beiden Fassungen beschäftigt oder bei den Kollegen von schnittberichte.com kurz vorbeischaut. Man merkt einfach, dass man es wirklich in diesem Fall nicht mit leichten Kürzungen aus Straffungsgründen zu tun hat, sondern mit einem Film, der von Universal für den Kinostart regelrecht verunstaltet wurde, wo eben der Ton, den Burt Reynolds wollte, komplett geändert wurde, Szenen und ganze Charaktere fallen gelassen wurden, Szenen und ganze Charaktere neu hinzugekommen sind. Da ist es wirklich ganz besonders spannend, einmal einen ungeschönten Blick auf die Unwege in Hollywood werfen zu können und beide Fassungen zu gesehen zu bekommen. Dabei natürlich so die absoluten Nebensächlichkeiten, wie das Wicked Vision auch dieses Mediabook natürlich absolut großartig produziert, mit einer kratzfesten Oberfläche ausgestattet hat, dass natürlich einige andere Specials jetzt im Angesicht dieses großartigen Directors Cuts ein bisschen untergehen, aber trotzdem darf nicht unerwähnt bleiben, dass der Audiokommentar immer noch fantastisch ist, dass das Booklet immer noch sehr interessant und lesenswert ist und auch das Vintage-Doku-Feature über Dar Robinson definitiv sehenswert ist. Das ist wieder mal ein Mediabook von Wicked Vision, das mehr oder weniger Mama, Papa und Zombie sagen kann. Eine großartige Veröffentlichung, die sich jeder, nicht nur Fan von Burt Reynolds, sondern generell auch Fan von verschiedenen Filmfassungen, von Filmen mit großer Studio Einmischung ins Regal stellen sollte, sei es nur wegen der Faszination des Directors Cut oder sei es einfach, weil sie nannten ihn Stick auch in der Kinofassung, trotz der Studio-Einmischungen, trotz der Tatsache, dass der Film dadurch natürlich etwas unhomogen wirkt, trotzdem eigentlich ein relativ unterhaltsamer Film ist, insbesondere weil Burt Reynolds und seinem Schauspiel man natürlich die ganze Zeit trotzdem anmerkt, vor allem in der ersten Hälfte, in der zweiten merkt man vielleicht manchmal schon leicht, dass er noch pisst ist, trotz seiner gesundheitlichen Probleme zur damaligen Zeit, einfach wirklich die Leidenschaft am Spiel und vor allem am Ausgangsmaterial und an diesem Film wirklich anmerkt. Das ist selbst in der verunstalteten Kinofassung ein sehenswerter Film, im Director's Cut ein komplett anderer und in meinen Augen auch besserer Film, aber das Mediabook ist definitiv über alle Zweifel erhaben.